Ich habe keinen Job. Aber ich habe eine schwangere Tochter ohne Einkommen, die meine Unterstützung braucht. Boah, das kann er doch nicht bringen. Er kann mich doch nicht rausschmeißen. Gerade jetzt, wo ich den Laden wieder in Schwung gebracht habe. Die Pension zu verkaufen, ist doch totaler Schwachsinn. Vielleicht hat doch die Bilanz gelesen. Trotzdem, er will auf jeden Fall verkaufen. Denkst du das gleiche wie ich? Ich denke schon. Ja, natürlich. Ja klar, wenn es wieder mein Laden wäre, dann kann mich hier keiner mehr rausschmeißen. Hast du eine halbe Stunde Zeit? Ja. Wo willst du hin? Ich will sie schon noch erfahren. Figaro, Figaro, Figaro. Nettie, das muss auch noch gut aussehen. Also das tut es nicht. Toni, es sieht super genial aus. Mann, ihr seid echt blöd. Wir sind ja auch deine Freundinnen. Oh, das sieht super aus. Du wirst neben David eine größere Show abziehen als die auf der Bühne. Ich vermisse dich schon jetzt. Ich euch auch. Aber es ist echt nicht gut, Charlie so selten zu sehen. Irgendwann weiß man gar nicht mehr, was beim anderen los ist. Gehst du deshalb mit ihm auf Tour? Auch. Ja, man muss ja auch zeigen, dass man zusammengehört. Genau. Sonst kann man gleich Single bleiben. Ich gehe mit Charlie, wohin auch immer das Rennbusiness uns verschlägt. Also, richtig überzeugt klingt es nicht. Willst du das wirklich? Hey. Wow, du siehst toll aus. Hast du was mit den Haaren gemacht? Nicht nur das, ich habe mir auch was gekauft für heute Abend. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Nein, kannst du gar nicht, weil ich dir erst jetzt sagen werde, was wir zwei heute Abend vorhaben. Wir gehen nämlich in die Oper, in die Hochzeit des Figaro. Nick hat uns die Karten geschenkt. Ja, das ist nett von ihm. Ja, finde ich auch. Aber ich kann heute Abend nicht. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ach nee, David, bitte. Tut mir leid, es geht wirklich nicht. Ach komm, wir waren noch nie zusammen in der Oper. Ich habe mich so gefreut. Ich mach's wieder gut, versprochen. Sobald ihr den unter Dach und Fach ist, gehen wir so oft du willst, okay? Aber jetzt muss ich echt los. Ciao. Ja, Stein? Hallo, hier ist Toni. Ja, es geht wahrscheinlich um den Knöchel. Nein, es geht eigentlich um die Opernkarten. David kann heute Abend leider nicht. Ja, das klingt natürlich dramatisch. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich ausnahmsweise mein Handy mal angelassen habe. Dramatisch ist das nicht gerade, aber ich habe eine tolle Frisur, ein neues Kleid, nur leider kein Mann, der mitgeht. Und... Naja, da dachte ich, vielleicht findest du jemand anderen, der sich über die Karten freut. Ja, also, würdest du dir den Figaro auch mit mir ansehen? Ja, klar. Aber du hast doch Dienst, oder? Ja, den, also schon, den kann ich aber tauschen. Wenn dein neues Kleid und deine tolle Frisur nicht in die Oper gehen, dann ist es ein echter Notfall. Ja, sozusagen schon. Hi. Zimmer 4 und 7 habe ich eingecheckt und die Gäste von Zimmer 12 verspäten sich. Danke. Wo warst du denn so lange? Bei der Bank. Wegen einem Kredit. Bis der Sachbearbeiter alles durch hatte. Und? Keine Chance. War ja auch naiv. Als ob die mir einen Kredit geben würden. Wieso das denn? Die Pension läuft doch wie geschmiert. Ja, aber die sind einfach viel vorsichtiger geworden. Die riskieren nicht mehr, dass sie auf einem riesen Kredit sitzen bleiben. Und das ist Ihr letztes Wort? Ihr allerletztes. Danke. Jetzt fange ich tatsächlich wieder von vorne an. Neuer Job,
neue Wohnung. Wenn ich Marie davon erzähle, ich darf überhaupt nicht daran denken. Bis du einen neuen Job hast, kann ich dir aushelfen. Das ist lieb, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Warte mal. Mal ganz anders. Du bekommst keinen Kredit, aber ich. Ich müsste nur eine Hypothek auf das Dailies aufnehmen. Das würdest du tun? Da fragst du noch? Natürlich. So eine Chance darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Wir werden eine tolle Zeit haben. Ich gehe schon. Guten Tag, Amelie Verhaag. Ja, die Nummer ist richtig. Nettie? Ja, kann ich ausrichten. Was? Ja, okay, wiederhören. Das war der Rennstall. Charlie soll den Schlüssel für den Techniktrakt zurückschicken. Wieso das denn? Und er soll aufhören, Carina Schuster anzurufen. Die Kündigung ist endgültig. Charlie wurde gekündigt? Wenn die Pension wieder dir gehört, kannst du machen, was du willst. Ach, das wäre schön. Da würde ich zuerst die Rezeption umgestalten. Mehr so in Richtung Hallo, mehr so in Richtung Lounge. Und auf jeden Fall ein Landschläferfrühstück anbieten und so eine Art Wellness- oder Kulturpakete. Das wäre zu schön. Aber ich kann dein Angebot nicht annehmen. Wieso denn nicht? Weil Geld die Freundschaft verdirbt. Und die Liebe erst recht. So sehr liebst du mich. Ich vertraue dir einfach. Ich habe doch gesehen, wie du die Pension im Griff hast. Ja, aber trotzdem, wenn es nicht läuft, dann ziehe ich dich damit rein. Ich möchte das nicht. Wir können doch Teilhaber werden. Das ist immer noch ein Risiko für dich. No risk, no fun. Du musst wirklich verrückt sein. Ich bin verrückt. Nach dir. Genau das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass du es nur aus Liebe tust. Siehst du nicht die Chance? Da ist kein Risiko. Wir können doch einen wasserdichten Vertrag aufsetzen, der alles regelt. Auch den Fall, dass du mich verlässt. Oder du mich? Darauf kannst du lange warten. Du kannst sehr überzeugend sein. Also sind wir uns einig. Ich nehme eine Hypothek auf und du sorgst dafür, dass die Pension weiter so gut läuft. Oder besser. Und Fechner? Der wird Augen machen. Ist offen. Hi. Das geht ja gar nicht. Wie, passt nicht in die Oper? Doch, also es passt nicht zu mir. Komm doch rein. Du siehst toll aus. Tja, und ich sollte dringend mein Outfit wechseln. So passen wir nicht zusammen. Doch, du passt zu meinem Schuh. Ich schwöre dir, kein Mensch wird auf deine Schuhe achten. Gib mir 2 Minuten.